Willkommen, meine Sturmtruppler. Wir sind wieder in SW-Tor. Ich habe Fauxi dabei. Hallo. Betonente. Gute. Und da hinten ist Feeche. Nee, was soll denn das heißen? The power of the dark side. Ja, wir ziehen wieder in die Lichtschwerter-Schlacht. Jetzt kann ich keine Lichtschwerter ziehen. Guck dir das an, ich zieh keine Lichtschwerter. Wie hat er das gemacht? Ich weiß, der Knopf nehme ich. Y. Kacke, du. Ja, Feechen, schreite voran, wir begleiten dich. Guck mal, wie sie abgeht. Ja. Guck mal, ich spüre den Rauch. Funktioniert da drin nicht. Ich muss noch mal Auftritt machen. Moment. So, jetzt. Oh Mann. Ja, Kartellmünze, ja. Ja, man gönnt sich ja sonst nichts, ne? Gut. Wie ging das letztes Mal mit diesem fliegenden Ding da? Du musst das als Symbol in deiner Leiste haben. Wenn du das nicht hast, una P raussuche. Ja. Es kann auch sein, dass einfach nur deine Leisten ja wieder sich verändert haben, dass du deine Schnellleisten nochmal kurz anpassen musst, damit das alles wieder da ist. Der Dolchstern? Oh, nein. Ui. Das war's wohl nicht. Ja, Fauxi, immer das größte Fahrzeug raussuchen aus dem Licht. Ist okay. Beton. Ja. Langsam, Achtung. Geh aus dem Werk, ich hab Stuhlgang. Also. Oh, denn er musste ich raushauen. Der war so schlecht. Der war Bombe. Die sind startklar. Feechen, der Lilane wie immer? Ja. Zum Lilane Aufenthalt. Warte, was? Puta Rosa Ranch. Oben, der Lilane wieder klicke. Also wenn du der wie seid ihr alle mit dem Ding da drüber gekommen? Ich komme mit meinem Kleider da nicht rüber. Nee, du musst den Roboter ansprechen. Ja. Nee, ich alle da gerade einfach so rüber geflogen? Nö, wir haben den Typ angesprochen. Aus der Flugmaschine raus in Sollflugmaschine. Das sah aus, als seid ihr mit euer Ding da rüber geflogen. Nee, wir haben einen fliegenden Wechsel gemacht. Da muss ich jetzt erstmal daran gewöhnen, immer auf das Vieh zu steigen. Welche muss ich an den Briefkasten, weil du stehst? Ich hab was gekriegt. Hup, weg ist er. Eieiei. Sei froh. Fauxi, sie noch bei uns oder verloren? Was? Hast du uns verloren? Bist du noch bei uns? Ich bin an diesem Briefkasten. Wenn das leuchtet, ist da was drin weiter, für mich. Der leuchtet immer. Achso, weil du doch beim letzten Mal unbedingt wolltest, dass ich dir einen Lehrer für dein Reiztier stelle. Hier, aus deiner Phase raus, gleich rechts, steht ein Lehrer, an dem bist du gekonnt vorbeigelaufen. Ich nutze das gerade nur, Leute, um aus meiner Phase raus? Unsere Gilde zu zeigen. Gemmerit hat ein paar Leute eingeladen. Beton konnte in seinem Livestream noch ein paar Aufgaben. Also die Gilde wächst. Wenn er Bock hat, kann er bei uns mitmachen. Jetzt bei dir, Fauxi, ich meine, den Herrn Imperator, der sich doch so geärgert hat, weil ich ihm keinen Lehrer stellen wollte, obwohl er direkt an einem vorbeigelaufen ist. Ach, stimmt, da war ja. 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 Und dabei steht genau hier einer. Aber wir müssen weiterhin nach Alz als Hexen. Ich werde euch lehren, sie zu führen. Haben wir wieder getrennte Aufgabe? Okay. Ja, wir haben ja beim letzten Mal noch die Quests abgeschlossen. Wir müssen jetzt abgeben. Gleich geht's besser. Ich wäre zu Lord Zesch zurück. Es ist mir egal, was genau ihr tut. Brecht meine Knochen, verbrennt mein Fleisch. Ich sage euch gar nichts. Du wirst dich nicht widersetzen. Verrecke, Monster! Ich wusste nicht, dass Körper so verbogen werden können. Ich glaube, mir wird schlecht. Dagegen wirkt das Schockhalsband harmlos, was?
Ah, mein Schüler, du bist zurückgekehrt. Commander Pritch hat bestätigt, was tut denn der jetzt? Dass die Sklaven zum Schweigen gebracht beibehalten. Wurden. Gut. Ich versuche noch immer, etwas aus diesem Agenten herauszufinden. Er ist widerspenstiger, als ich dachte. Ich bin bereit zu helfen. Es benötigt nur etwas Zeit. Lass mich nur in Ruhe arbeiten. Ich habe eine weitere wichtige Mission für dich. Es geht um den abtrünnigen Sith Lord Gratan. Er ist mir ein besonders lästiger Dorn im Auge. Triff dich mit meinem Schüler Drikil Ball. Er ist mein verdeckter Agent in Gratans Anlage. Ball behauptet, eine wichtige Entdeckung gemacht zu haben. Ich dachte, ich wäre vielleicht euer einziger Schüler. Dann ist Ball mein Rivale. Öffne Dorot. Versuch ihn lange genug zu tolerieren, um die Einzelheiten zu erfahren und deine Arbeit dort zu beenden. Gratans Anwesenheit ist nützlich für mich. Er soll also nicht getötet werden, nur verkrüppelt. Finde heraus, was Ball entdeckt hat und tu genau, was er dir sagt. Heute lege ich immer überlegen, wie ich das nochmal aufgemacht habe. Ne? Genieße es. Ja. Eines Tages wird es nachgerüsteter MK2-Fokus des Machtlords. Nun denn, schlechter als meins. Wo waren wir? Ach ja. Müll. Seid ihr noch drin? Alle. Da bist du. Ich habe jetzt Hose gekriegt, aber die Hose aus dem Dungeon immer noch besser. Ja, das war mir auch. Ja, ich habe aus Versehen mein Gespräch geskippt, weil ich es gewohnt war vom letzten Mal, wo ihr den Livestream gemacht habt, dass ich nicht aufnehme. Und jetzt hatte ich alles geskippt, jetzt muss ich beim nächsten Mal wieder drauf aufpassen, dass ich eben nicht skippen darf. Gut, bin da. Vito? Hey. Ist eine Menge los, ha? Die haben die Server zusammengeworfen. Ja, ist echt nice. Wenigstens mal ein bisschen leben. Ja, ja, also das Spiel scheint dadurch wieder neu aufzuleben. Oh ja. So, also wir müssen in den Dschungel. Ja, also wieder der lilane Pfeil, wie immer. Wo führt denn die lilane Pfeil hin? Leiter des Cast City Zugangs. Nee, wir müssen runter zum die Mauergleiter. Also nicht der ganz unten, sondern da kurz vorm Schluss. Hab's gefunden. Wir hoffen natürlich, euch gefällt unser Let's Play Together. Ist es Together, wenn man zu viert spielt? Hm. Denke. Benoten Quadgetter. 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 Zeichen für vier. Je nachdem, welche Blickposition ihr haben wollt von uns vier, uns drei. Foxy, du musst mit YouTube anfangen. Nee. Von uns drei, die verschiedene Kanäle sind jeweils beim Jenische nochmal ohne drin in der Beschreibung zu finden. Und wenn ihr selber spielt, einfach bei uns melden, bei uns im TS vorbeigucken. Oder auf dem Discord-Channel und der Gilde beitreten. Oder auf dem Server No Gammy schreie. Der ist unser Gildemensch. Während wir in Aufnahme stecken, schnappt er euch. So, gehen wir in diese Sequenz. Es ist selten, dass ein Sklave so schnell so weit aufsteigt. Das erfordert Grips. Ich bin der Schüler und die Stimme von Darth Charnos. Ich spreche in seinem Namen und möchte euch anwerben.
Wenn euer Meister mich braucht, soll er selbst zu mir kommen. Mein Meister bleibt lieber im Schatten, aber zweifelt nicht an seiner Macht oder an seinem Vermögen, Erfolg zu belohnen. Ich spreche für ihn. Ich brauche Individuen, die sich in einer Gesellschaft voll Heimlichtuerei und Irrsinn einen Ruf erwerben können. Hat ja ein dicker Griff, Nelbe Hänge. Nicht liebe. Acht Mutru. Ich brauche Agenten, um einen Feind der Sith auszuschalten. Ihr würdet gute Dienste leisten. Ich vernichte alle Feinde der Sith. Unser Feind ist der Reva. Ja, das wissen wir. Ein Kult von Dummköpfen, die sich in jeder Schicht der imperialen Gesellschaft verbergen. Schon seit Jahren rekrutieren die Revanita-Ketzer heimlich Offiziere, einflussreiche Sith, erfolgreiche Söldner, jeden, der ihre Macht vergrößern kann. Wenn sie so geheim sind, wieso wisst ihr dann von ihnen? Mein Meister hat den Revanitern viele Jahre lang nachgeforscht. Gemeinsam haben wir viele von ihnen bloßgestellt. Statt dem Imperator und dem Rat der Sith zu folgen, verehren die Revaniter einen längst verstorbenen, von Jedi-Sitten korrumpierten Sith-Lord. Wenn ihr für uns die Identität des Oberhaupts der Revaniter feststellt, wird mein Meister sie dem Rat der Sith enthüllen. Dann ist der Kerl so gut wie erledigt. Ihr müsst einfach nur dem Kult beitreten. Ich kann euch hineinbringen, aber ihr müsst euch dort Vertrauen erwerben. Sie werden mich sicher auf der Stelle mögen. Die Revaniter haben eine geheime Anlage im Dschungel. Zeigt dieses Zeichen dem Kultisten am Eingang. Er wird euch dann einführen. Ihr müsst euch eine Audienz bei ihrem Oberhaupt verdienen. Wenn ihr sein Gesicht gesehen habt, kehrt ihr zurück und streicht eure Belohnung ein. Bitte bleibt stehen und lasst die Waffen stecken. Die Droiden scannen euch jetzt. Alles in Ordnung. Verzeiht bitte, wir sind auf der Hut vor Lord Gratans Leuten. Ich bin es leid, ihn auf meinen Jungs rumtrampeln zu lassen. Wer ist dieser Lord Gratan? Hört zu, bleibt doch noch. Ich weiß nicht, ob ihr davon gehört habt, aber Gratan ist ein Albtraum. Der Sith-Lord ist abtrünnig geworden. Er ist auf seinem Anwesen jenseits der Mauer. Er hat Waffen, Schilde und einen Kader an Wissenschaftlern, die neue Technologien gegen uns entwickeln. Gratan verlangt Respekt und Autorität vom Rat der Sith. Also hat er sich, wie bei den Sith üblich, gegen seine Meister gewandt, um seine Macht zu beweisen. Jetzt plagen wir uns mit seinem Wahnsinn rum. Wenn ihr also sowieso hier seid, um Gratan Probleme zu machen, könnt ihr uns genauso gut helfen. Wenn es in meine Pläne passt, vielleicht. Es ist so, diesem Sektor sind fast 100 Männer zugeteilt. Einige auf der Mauer, einige beobachten Gratan. 20 sind verschwunden. Meine Jungs, quasi meine Kinder. Gratan hat sie mir genommen und ich will sie zurück. Wenn eure Leute sich nicht selbst helfen können, warum sollte ich es tun? Verdammt! Wir reden hier von imperialen Soldaten. Ich habe mit ihnen zusammengearbeitet. Einige sind noch so jung. Ich weiß auch nicht, was Lord Gratan von ihnen will. Vielleicht hält er sie als Geiseln, um uns zu demoralisieren. Wer weiß das schon. Wenn ihr ohnehin auf Gratans Grund müsst, holt sie da raus. Sagt ihnen, sie sollen sich bei der Herzogin melden. So, nennen sie mich. Herzogin? Das müsst ihr mir erklären. Versucht ihr doch mal, Offizier zu sein, ohne euch einen Spitznamen anheften zu lassen. Berichten zufolge hat Gratan Gefangene in einen anderen Flügel überführt. Ich weiß nicht, ob es sich um meine Leute handelt, aber man sollte der Spur nachgehen. Seid vorsichtig. Gratan ist nicht zimperlich. Wir vier auch nicht. Okay, das hier wäre ein Flashpoint. Wollen wir den machen? Bevor wir annehmen. Flashpoint war was? Instanz. Oh ja, doch, nee. Oder? Boah, warum nicht? Wie nennt sich der Flashpoint? Hammer Station. Genau. Flashpoint, die Hammer Station.
Ich brauche 3 PO-Einheit, ich kann mal das nicht übersetzen. Ah, okay. Hologramm ist immer gut. Hier spricht Darth Malgus von der Expeditionsflotte an alle verfügbaren Truppen. Wenn ihr dies empfangt, wurdet ihr als wichtig eingestuft und das Imperium bedarf eurer Stärke. Wir sind wichtig. Es ist euer Privileg und eure Pflicht. Ist das der Hauptprogrammonist in jedem Trailer? Endlich nicht suchen nur mein andere Meister, meine Macht. Sondern das Imperium wendet sich an mich. Die fremde Atvosek-Hegemonie hat die Hämmerstation in Betrieb genommen. Eine mobile Kampfstation, die unsere Grenzen bedroht. Ihr werdet euch dem Angriffsteam anschließen, das sich beim Vaiken-Raumdock sammelt. Dort erfolgt eine vollständige Einweisung im Namen des Imperators. Ich werde mein Möglichstes tun. Okay, Fauxi geht nach vorne. Was? Bin ich auch dafür. Ich nicht. Hätte schon mal schon geschimpft, dass du immer hin warst. Ja, jetzt wo die Impi Stuhl hat, ne? Ja, muss mich ja nicht. Können wir so irgendwie in den Flashpoint kommen? Ne, wir müssen hier zur. Wir sollen zur imperialen Flotte. Ja, wollen wir doch lieber erst weiter questen? Nö, es gibt doch coole Items da. Wo uns verstärken, ist ja die Aufgabe. Dann müssen wir jetzt hier zur imperialen Flotte. Also wir sind viel, wir können super Abstimme zu. Ich bin schon unterwegs. Abstimmung abgeschlossen. Wir müssen zurück zur Hauptebene. Ein Nachrichtenterminal. Hui. Auf was? Am Gespräch beteiligen. Das gibt Nachrichten. Oder irgendwer ist rausgegangen. Abschließend möchten wir noch kurz auf ich die glaube, ich mich ein Millimeter bewegt habe. Unbekannten fremdartigen Schiffs auf dem abgelegenen Planeten Ilum eingehen. Warum denn so weit entfernt? Von diesem Raumschiff, verbreitet von unzuverlässigen Quellen, sind reine Fälschungen. Es liegt keine Wahrheit und kein Grund zur Besorgnis in diesen halben. Newsflash. Muss man den annehmen, oder? Seien Sie gegrüßt, ehrwürdiger Zweifüßer. Also. Die Gree-Enklave drückt mit dieser unidirektionalen Nachricht ihre direkt da drunter und der schreibt, ich bin zu weit entfernt. Die Enklave ist begeistert. Ich bin ausgestiegen. Grause Kante, ein altes Raumschiff, das von den ehrbaren Ahnen der Gree erschaffen wurde, ist von ihrer jahrtausendelangen Erkundungsmission zurück. Ich glaube, wir sind dafür noch zu klein. Die Graue Sekante hat die von ihnen als Ilum bezeichnete Welt als nächsten Fokus ihrer Analysen ausgewählt. Orangene Parallele. Der Kriegsführung ihrer Kultur hat ihr im. Ich habe mir auch Nachrichten im Schnelldurchgang angehört. Die Enklave erachtet sie für überaus wichtig für die Analysen der Grauen Sekante. Besuchen Sie uns auf Ilum. Demonstrieren Sie der Grauen Sekante Ihre Kampfbereitschaft und Sie erhalten im Gegenzug Gree-Technologie. Ja, nee, ich glaube, dafür sind wir noch zu klein. Als ich so allein versucht hat, hatte ich Buggefutter gekriegt. Ja, ich glaube, Ilum ist erst ab 50. 70 sogar. Okay. Glaube ich. Hier sind aber viele Menschen. Ja. Naja, durch den Zusammenschluss ist halt jetzt wesentlich mehr los, teilweise sogar auf mehreren Instanzen. Wohin müssen wir? Wenn du draufklickst, dann ist da auf bei irgendeinem Namen rechts ein Dreieck. Transporterschiff, da haben wir. Da müssen wir, da muss man hin. Hui,
Ich mag dieses Fahrzeug nicht. Hier spricht das Viken Raumdock. Empfang über sicheren Kanal. Gut, ihr seid wenige. Aber das muss genügen. Die Hämmerstation ist eine gepanzerte Festung, die im Krieg von der Republik errichtet wurde. Ihre Hauptwaffe war eine Gravitationskanone, die Asteroiden in Planeten schleudern sollte. Der republikanische Senat hat sie stillgelegt, bevor sie zum Einsatz kam, aus Angst. Sie würde unkontrollierbaren Schaden anrichten. Aber jetzt ist die Kampfstation wieder aufgetaucht. Ihr taucht als Hologramm auf? Behandelt mich wie euren persönlichen Angriffstrupp? Ich muss wissen, wer ihr seid. Ich bin Darth Malgus. Ich habe in der Schlacht von Korriban gekämpft und den Jedi-Tempel in Schutt und Asche gelegt. Und was ihr müsst, das sag ich euch schon. Die Atwosek-Hegemonie ist eine kleine galaktische Macht, die auf fremdenfeindlichem Expansionismus basiert. Die Atwosek selbst haben uns bis jetzt noch nie Schwierigkeiten bereitet. Aber irgendwie sind sie in den Besitz der Hämmerstation gelangt und haben damit begonnen, unbeteiligte Systeme in der Nähe unserer Grenzen zu erobern. Wollen wir eigentlich jetzt wieder auf Story-Modus spielen mit den ganz vielen Robotern oder Veteran ohne die Roboter? Ohne. Wie haben die Atwosek eine stillgelegte republikanische Kampfstation in die Finger bekommen? Das ist unter den gegebenen Umständen eine sehr gute Frage. Ich habe keine befriedigende Antwort. Die Atwosek-Hegemonie glaubt, dass wir nur, weil wir uns mit der Republik im Frieden befinden, Angriffshandlungen anderer Nationen auch ignorieren würden. Aber ihre Eroberungen stehen rechtmäßig uns zu. Ihr werdet ihnen ihren Fehler verdeutlichen, indem ihr die Hämmerstation entert und zerstört. Mal angenommen, ich mache bei eurem Plan nicht mit. Dann werde ich andere finden, aber Feigheit passt nicht zu euch. Da wäre noch eine Angelegenheit, wenn ihr an Bord seid. Ich möchte wissen, wie sie an die Hämmerstation gekommen sind und ob die Republik etwas damit zu tun hatte. Aber lasst euch davon nicht ablenken. Die Station hat eine Besatzung von 10.000 Atwosek. Und sie werden sich gegen euch zur Wehr setzen. Ja, ne? Gibt's jetzt Backup, oder? Wartet mal. Moment, Veteran wollten wir spielen, so. Super. Ja, ist eingestellt. Mhm. Bei mir stimmt als Ladebildschirm nicht. Der ist so ein Stück nach zur Seite verschoben und kommt dann erst in die Mitte. Okay, dann ist das wohl überall so.